Behind His Mask. Eine Steckspin-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 51. Point of View. Stegi. Was meinst du damit? Eilus Nachricht erschien auf meinem Handy. Schnell entsperrte ich es. Was ich womit meine? Du meintest, du würdest jemanden vermissen. Richtig. Weißt du nicht, was vermissen ist? Na, du bist doch blöd. Natürlich weiß ich das. Also, wo liegt das Problem? Ich musste grinsen. Natürlich wusste ich, worauf mein momentan wohl einziger Freund hinaus wollte. Tim und Hannah und diese Nina waren zwar nett, aber ob ich sie als meine Freunde bezeichnen konnte, bezweifelte ich. Warum sollten sie mich auch als ihre Freunde bezeichnen? Nachdem rausgekommen war, dass Tim im Internat bleiben würde, hatte Hannah versucht, mit mir zu reden. Sie wollte herausfinden, warum ich Tim nicht verraten hatte. Aber ich war ja ausgewichen. Ich wollte nicht darüber reden. Wen vermisst du denn jetzt, Kleiner? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Weißt du eigentlich, wie sehr du mich manchmal nervst? Ist mir durchaus bewusst. Ein Grinsen machte sich auf meinen Lippen breit. Ilomid schaffte es immer wieder, mich aufzuheitern. Ich vermisse einen Freund von mir, erbarmte ich mich letzten Endes. Ein Freund? Der, den du mal erwähnt hattest, der in Afrika ist? Naja, den sowieso. Aber daran kann man ja nichts ändern. Nein, es geht eher um jemand anderen. Ich seufzte kurz, fuhr mir mit einer Hand durch die Haare. Ich wollte da eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Andererseits wollte ich definitiv jemandem davon erzählen. Oh, dann schreib ihn doch einfach an. Geht nicht. Ich, hab sozusagen das, was wir hatten, beendet. Weißt du, einen Moment zögerte ich. Dann entschloss ich mich, Eile zu vertrauen. Wem hätte ich auch sonst vertrauen können? Außerdem tat es bestimmt gut, jemandem von meinem verkorksten Leben zu berichten. Einen Teil davon zumindest. Was hältst du von Homophobie? Fragte ich dennoch vorsichtig. Homophobie geht gar nicht, erwiderte Ilomid und ich seufzte erleichtert auf. Doch irgendwie beschlich mich das Gefühl, dass ich diese Formulierung schon einmal gehört hatte. Das solltest du doch wissen, dass ich so denke. Ich habe dir doch sogar darüber bei deinem Projekt geholfen. Ist das nicht bald? Erschrocken sah ich auf mein Handy. Stimmt, das hatte ich ja ganz vergessen. Oh, nee, hast recht, da muss ich noch eine ganze Menge dran arbeiten. Du schaffst das schon. Und falls du Hilfe brauchst, ich bin hier. Danke dir, das ist echt lieb. Nicht zu danken, Kleiner. Irgendwie hatte ich mich inzwischen daran gewöhnt, dass er mich so nannte. Er störte mich auch einfach nicht. Eher im Gegenteil. Aber wieso fragst du? Naja, schrieb ich und zögerte eine einzige Sekunde. Ich bin eventuell nicht ganz hetero. Ich spürte, wie mein Herz schneller zu schlagen begann. Meine Hände waren eiskalt. Was, wenn er blöd reagieren würde? Und weiter? Perplex starrte ich mein Handy an. Wie jetzt? Keine krasse Reaktion. Komm schon, wir kennen uns bald 2 Monate und schreiben jeden Tag stundenlang. Denkst du nicht, dass mir mal aufgefallen wäre, dass du nicht so hetero bist? Ich musste automatisch grinsen. Es war typisch Ilo, das so trocken und klar, aber dennoch auf eine lustige, neckende Art und Weise festzustellen. Ich liebte diese Art. So offensichtlich? Aber hallo. Ein Emoji! Gewöhn dich ja nicht dran. Schon gut, Mister. Ich muss immer ernst bleiben. Ich liebe dich trotzdem. Ich dich auch. Ein Grinsen zierte mein Gesicht. Ich liebte es, mit ihm so offen und lustig umgehen zu können. Generell war Ilomid ein sehr toller Mensch. Die Weise, wie er Dinge betrachtete, faszinierte mich.
Also, jedenfalls hatte ich einen, naja, halt einen Freund, aber ich habe dann halt bemerkt, dass ich nicht genug für ihn empfinde, weil ich nicht über jemand anderen hinweg bin. Aber danach vermisse ich ihn irgendwie, schrieb ich. Aha. Verwirrt sah ich auf mein Handy. Da hatte ich irgendwie eine andere Antwort erwartet. Normalerweise schrieb Ado mir immer ewig lange Texte, wenn ich ihm eines meiner dummen Probleme schilderte. Weißt du, es ist einfach seltsam. Mein Ex ist ein wirklich toller Mensch und es tut mir einfach leid, was geschehen ist. Ich habe ihn vielleicht nie geliebt, aber ich vermisse ihn dennoch. Als einen Menschen, der für mich da ist. Aber wenn du ihn nicht liebst, wieso vermisst du ihn dann? Irgendwas stimmte nicht. Hatte ich etwas Falsches gesagt? Das klang absolut nicht nach meinem Freund. Freundschaftlicher Freund, versteht sich. Naja, sagen wir mal so. Niemand ist irgendwie hier, dem ich vertrauen kann. Aber ich konnte ihm vertrauen. Er war für mich da, aber kein anderer ist das. Deswegen vermisse ich ihn. Oder vielleicht vermisse ich einfach einen lieben Menschen, wie er einer ist. Einen netten Menschen, dem ich etwas bedeute. Ich bin doch für dich da. Du kannst mir vertrauen. Ich musste schmunzeln. Diese trotzige Art war wirklich süß. Das weiß ich doch, aber du bist halt leider viel zu weit weg. Eventuell bin ich ja gar nicht so weit weg, wie du denkst. Verwirrt blickte ich auf mein Handy, als bereits die nächste Nachricht erschien. Aber egal. Ich hoffe, du bist okay. Kann ich was für dich tun, Kleiner? Ach, passt schon. Da muss ich durch. Alleine der Fakt, dass du da bist, macht das alles sehr viel besser. Danke. Ich seufzte kurz und legte mein Handy weg. Irgendwie verwirrte Ailo mich. Ich wusste selber nicht, warum ich Jay vermisste. Ich glaube, ich vermisste ihn einfach, weil er ein so unfassbar guter Mensch gewesen war. Und von denen hatte ich wirklich wenig zur Zeit um mich. Ich schrak hoch, als die Tür plötzlich mit einem heftigen Ruck aufgerissen wurde. Stegi! Hannah rannte ins Zimmer, schlug die Tür wieder hinter sich zu und drückte sich dagegen. Du musst mir helfen! Ihre Stimme klang panisch. Alarmiert sah ich auf. Was ist denn los? Alles okay? Fragte ich erschrocken, sprang mit einem Satz vom Bett auf. Du musst mich verstecken! Sie keuchte, als wäre sie gerade ein ganzes Stückchen gerannt. Verstecken? Verwirrt sah ich sie an, woraufhin sie plötzlich zu lachen begann. Gott, Stegi, du siehst gerade komplett ahnungslos aus. Liegt vielleicht daran, dass ich komplett ahnungslos bin, meinte ich nur, leicht lächelnd. Sorry, ich hab wohl vergessen zu erwähnen, dass wir Räuber und Gendarmen spielen. Oh, ich musste ebenfalls lachen. Räuber und Gendarmen hatte ich früher häufig gespielt. In der Grundschule. Manchmal auch mit mir. Es war definitiv ein lustiges Spiel. Es funktionierte so, dass es zwei Gruppen gab. Die einen waren die Räuber, die anderen Polizisten. Gendarmen. Das Ziel der Letzteren war es, alle Räuber einzufangen und zurück ins Gefängnis zu bringen. Durch das Abklatschen der eingefangenen Räuber konnten die freien Räuber versuchen, ihre Gleichgesinnten freizubekommen. Allerdings bestand dabei natürlich die Gefahr, dass man selber eingefangen wurde. Ruffy war gerade hinter mir her, sagte Hannah in diesem Moment, immer noch gleich außer Atem. Die ganze Schule spielt mit. Wieso du nicht? Ich zuckte kurz mit den Schultern. Ich wusste nicht mal, dass gespielt wird. Oh, das ist natürlich blöd, sagte Hannah und musterte mich kurz mit ihren braunen Augen. Aber weißt du was? Hier. Sie riss ein Stück von dem roten Band ab, welches um ihren Arm gewickelt war, wie ich jetzt bemerkte. Die Gendarmen haben ein weißes Band um den Arm, die Räuber ein rotes. Sie reichte mir das abgerissene Band. Hier, nimm du. Du spielst es mit. Aber wollte ich widersprechen, doch das Mädchen unterbrach mich. Kein Aber. Wir brauchen dich in unserem Team. Ich seufzte kurz, nickte dann aber. Warum eigentlich nicht? Besseres hatte ich ja sowieso gerade nichts zu tun.
Ich wickelte das Band um meinen Unterarm und lächelte Hannah dann an. Also, was ist der Plan? Das ist der Antrieb, den ich sehen will. Sie grinste mich kurz an. Der Plan ist, unsere Geistesbrüder und Schwestern zu befreien. Ein fröhliches Lachen verließ ihre Kehle. Wir gehen zum Gefängnis. Ich musste ebenfalls lachen. Hannah nahm dieses Spiel definitiv viel zu ernst. Dennoch willigte ich ein. Gemeinsam wagten wir einen Blick auf den Flur, konnten aber weit und breit niemanden entdecken. Komm, flüsterte Hannah und zog mich mit sich nach draußen. Ich kann alleine laufen, meinte ich kichernd, woraufhin sie sich verwirrt umblickte. Oh, sorry, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich dich festgehalten habe. Ich werde bei solchen Spielen immer sehr mitgerissen. Ach was, meinte ich mit einem ironischen Unterton. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Hannah verdrehte die Augen und lief dann in gebückter Haltung langsam weiter. Wir schlichen den Flur entlang und die Treppen hinunter, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Siehst du? Sagte das Mädchen, als wir draußen ankamen. Da vorne ist das Gefängnis. Sie deutete auf einen großen Baum, welcher relativ zentral vor dem Eingang des Internats stand. Oh Gott, da draußen? Was suchte denn so ein Gefängnis aus? Wir haben Dezember, ihr Verrückten! Hannah lachte bloß. Noch ein Grund mehr, unsere Freunde zu befreien. Ich nickte zustimmend. Also, wer ist denn momentan im Gefängnis? Fragte sie, wohl mehr zu sich selbst als zu mir. Mein Blick suchte den Raum um den Baum ab und er denkte Anton, welcher davor auf und ab lief. Allerdings hatte dieser ein weißes Band um den Arm. Immer diese Katzenwache. Und dann war da noch Tim. Mit einem roten Band. Na toll. Na super, meinte das blonde Mädchen neben mir in diesem Moment. Die halten Katzenwache. Ich grinste nur, da sie genau meinen Gedanken ausgesprochen hatte. Also, folgender Plan. Ich renne hin, werde so tun, als würde ich Tim befreien wollen und locke damit Anton weg. Du befreist in der Zeit Timmy. Ich schluckte kurz. Ich wollte Tim eigentlich so gar nicht befreien. Meinst du nicht, Anton durchschaut den Plan? Sagte ich zögernd, in der Hoffnung, dass Hannah von ihrem Plan abzubringen war. Diese lachte nur auf. Anton? Und etwas durchschauen? Ich glaube, wir wissen beide, dass das nicht passieren wird. Ich musste kurz grinsen. Da hatte sie irgendwie schon recht. Und wenn wir Rollen tauschen? Hannah schüttelte nur den Kopf. Keine Widerrede, der Plan steht. Warte, bis Anton hinter mir herläuft. Mit diesen Worten lief sie los, aus dem Versteck heraus und rannte auf den Baum zu. Anton und Tim sahen beide auf. Aber während Antons Blick auf Hannah lag, bereit jeden Moment loszurennen, war Tims Blick zu unserem Versteck gehuscht und traf den meinen. Seine wunderschönen, braunen Augen schienen mich zu durchbohren, mich festzuhalten. In diesem Moment hörte man Hannah leicht aufschreien, als Anton begann, ihr hinterherzurennen. Ohne nachzudenken, sprintete ich los. Mein Blick war fest auf Tim gerichtet. So schnell ich konnte, streckte ich meine Hand aus, um ihn abzuklatschen. Unsere Hände trafen sich und ein Schauder durchfuhr mich. Doch wir konnten jetzt nicht anhalten. Nicht jetzt. Gemeinsam begannen wir in die entgegengesetzte Richtung zu rennen, in die Hannah und Anton verschwunden waren. »Komm mit«, rief Tim und machte eine Kehrtwende in Richtung von einigen Büschen. »Wir brauchen schneller Versteck.« In diesem Moment war es, als würden wir vergessen haben, wer wir beide waren. Es war, als habe er vergessen, wie sehr er mich doch hasste. Es war, als wären wir einfach nur zwei Jugendliche, die bei einem Spiel zusammen ihren Spaß hatten. »Da rein!« rief Tim und ich spürte, wie seine Hand nach meiner griff, als er mich in die Büsche zog. Ein Kribbeln durchfuhr meinen Körper. Seine Hand war warm und angenehm. Ich spürte mein Herz schnell gegen meine Brust schlagen, als wir hintereinander, Hand in Hand, durch das Gebüsch rannten. Plötzlich blieb Tim stehen, sodass ich in ihn reinrannte. »Ducken«, meinte er nur und blind folgte ich seinen Anweisungen. »Ich glaube, hier sind wir fürs Erste sicher.« Und er begann zu lachen. Ein tiefes, wunderschönes Lachen, wie ich es selten gehört hatte. »Danke, dass du mich befreit hast.« Seine Stimme war so warm,
Sein Blick war so warm. Seine Hand war so warm. Dieser Moment war wundervoll. Außer Atem hockten wir nebeneinander, grinsten einander an, glücklich, weil wir entkommen waren. Immer doch, erwiderte ich nur lächelnd und meinte es in jedem Kontext. Wir sahen uns an und vergessen war unsere Feindschaft. Vergessen waren jegliche Differenzen. Ich frage mich, ob Hannah entkommen ist, meinte ich nach einer kurzen Weile, in der ich mich fast in seinen Augen verloren hatte. Noch immer waren unsere Hände verschlungen. Es fühlte sich so wunderschön an. So richtig. So verdammt richtig. Ach, sagte Tim und grinste kurz. Die ist bestimmt entkommen. Ich kenne kaum jemanden, der so schnell und intelligent wie Hannah ist. Er lachte auf. Und außerdem war Anton hinter ihr her. Der ist bei weitem nicht der Hellste. Ich musste ebenfalls lachen. Genau das hatten Hannah und ich vorhin ja auch festgestellt. Übrigens, sagte Tim nach einem kurzen Schweigen. Ich wollte mich doch mal vernünftig bedanken, dass du mich nicht verraten hast. Pochend spürte ich mein Herz in meiner Brust. Es fühlte sich so laut an, dass ich mir fast sicher war, dass Tim es hören konnte. Immer doch, wiederholte ich meine Worte und musste kurz grinsen. Ich wusste nicht wieso, aber dieser Moment war wunderschön. Mir war kalt und wir hockten in nassen Gebüschen, aber es war perfekt. Unsere Hände schienen so gut ineinander zu passen. Wir hatten beide rote Wangen von der winterlichen Luft, waren außer Atem von dem vorherigen Sprint und grinsten uns einfach nur an. Und wir führten ein Gespräch. Ein normales Gespräch. In diesem Augenblick hatte ich keine Angst vor Tim. Keine Angst, dass er mich schlagen würde. Keine Angst, dass er mir etwas antun würde. Keine Angst, dass etwas diesen Moment zerstören würde. Ist dir kalt? Fragte Tim, als er mein Zittern bemerkte. Hannah hat mich so aus dem Zimmer gezogen. Ich hatte absolut keine Chance, mir was anzuziehen. Grummelte ich nur, woraufhin anzüglich mit den Augenbrauen wackelte. Ach, du hast sie nichts angezogen? Wer war dieser Mensch und was hatte er mit Tim getan? Auf einmal wirkte der Junge wie ausgewechselt. Naja, leider habe ich doch ein wenig an, meinte ich und hob ebenfalls meine Augenbrauen an. Und wer bitte war ich? Wir waren beide nicht wir selbst in diesem Moment. Oder vielleicht waren wir gerade jetzt wir selbst. Es war, als hätten wir für einen Moment alles um uns herum vergessen, als hätten wir unsere Masken einfach abgelegt. Plötzlich zog Tim seine Jacke aus und legte sie mir sanft um die Schultern. Überrascht sah ich ihn an, begegnete erneut diesen tollen braunen Augen. Danke, hauchte ich, leicht traurig, dass er unsere Hände hatte lösen müssen, um seine Jacke auszuziehen. Dem Braunhaarigen lag bloß ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Auf einmal bemerkte ich, wie nah wir uns gerade waren. Nicht mal 5 Zentimeter trennten uns. Als Tim das zu bemerken schien, wich er nicht zurück, wie ich es erwartet hatte. Stattdessen war es, als würde er noch ein weiteres bisschen an mich heranrücken. Er lächelte. Ich konnte seinen Atem auf meinen Lippen spüren. Ich sah seine braunen, warmen Augen. Ich spürte die Hitze, die von ihm ausging. Und ich wusste nicht, was mich überkam, aber irgendwas in mir brachte mich dazu, die letzten Zentimeter zwischen uns zu überwinden. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, lagen meine Lippen auf Tims. So, wieder ein etwas kürzerer Part, weil das sonst zu lang werden würde und ich keinen Bock habe, das so lang zu machen, weil die Kapitel halt immer länger werden. Das ist auf keinen Fall schlimm, aber sonst ist das so ein langer Part und ja, gut. Also, da würde ich sagen, schau mal Kritzelkiste vorbei, freut euch über den wundervollen Stechsbärtkuss. Na, hoppla. Schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!